Glück auf, meine Freunde! Was geht ab? Ich begrüße euch zu einer weiteren Trainingsrunde von Aufstieg des Hexenkönigs mit Felix! Hallo! Und diesmal spielen wir die erste Festungsmap, Khandoum. Und es ist natürlich random, wer wohin kommt, Regeln wie vorher. Und ja, mal sehen, wie schnell Felix mich diesmal besiegt. Naja, ich wette mit dir, dass du in der Festung bist. Ja, gewinnst du trotzdem. Ich denke, dass der erste Spieler in die Festung kommt. Na. Ja. Warum? Hast du ihn gehört? Na, nicht ganz, nicht ganz. Ach man. Gibt's da, die Map habe ich noch nie gespielt, ich weiß nicht, was, ob es da Gebäude gibt, die man einnehmen kann und so. Die gehört schon die ganze Festung, alle Gebäude und so. Okay. Ist das so klar, dass ich kein Doom stürmen muss. Na gut, Hab mal klar. Achso, da muss ich mich erstmal umgucken, ne, das... Irgendwie den ganzen Tor. Viele Toren hatten das Ding hier. Hat jede Mauer ein Tor, oder? Ja, das sind drei Wellen. Drei Mauern. Stücke. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Ja, und was habe ich denn hier für Gebäude? Ich habe da diese Festung, wo ich meine Helden bauen kann. Du hast zwei Rohstoffgebäude und unten rechts hast du ein Leuchtfeuer. Also ganz das, wo du jetzt gleich einnimmst. Ja, genau. Ja. Aber so ein Dings habe ich jetzt nicht, so ein Gasthaus. Schade. Nee, das hast du nicht. Ach, willst du schon wieder Korsan machen, wenn du Orks hast? Ja. Das geht auch mit Mordor, verdammt. Oh. Seht das hier? Kann ich ja nichts hinbauen hier hin. Da. Die Tore sind zu. Ich habe mich auch schon mal gewundert, warum ich nicht bauen kann, und dann war einfach nur das Tor zu. Da können wir nichts bauen. Dieses Land wird uns gehören. Nicht stehen bleiben. Das neue Gebäude ist fertig. Das Auge beobachtet uns. Mach dich nützlich. Hallo Leuchtfeuer. Na, da kann ich jetzt gleich mal gucken, was du hast. Hast du schon wieder Angmar? Nee, Menschen hast du. Na, ich dachte schon. Ich habe nur den Baumeister gesehen und dachte, scheiße, es wäre Angmar. Das war jetzt stark. Ich hab mich gerade erschreckt so. Was das ist? Aber weißt du schon was? Ich hab schon viele Orks. Sie ist gerade an der Flagge. Ich habe noch nicht auf die Flagge geguckt. Naja, wenn du schlau bist, spamst du einen nur aus der Festung raus. Ja. Wirst du sogar vielleicht sogar gewinnen, wenn du das jetzt klug anstellst. Ja, ich stell's wahrscheinlich aber nicht klug an. Ah, jetzt wäre ein Kossan nicht schlecht gewesen. Ach, der hat schon... Ach, du Heilige! Was siehst du schon? Ich sehe fast bis zum Tor, ja. Der ist ja nicht groß. Alter, der ist schon Gorki, Alter. Ja, in der Festung startet man, glaube ich, mit mehr Rohstoffen. Naja. Ah, flieh! Na, denke ich, da wüte ich jetzt mal mit ein bisschen mit dem Gorkil bei dir. Ja, ich denke auch, der wird hier gerade jede Truppe zermürben, die ich schicke. Ich habe gedacht, dein Baumeister wäre vielleicht noch da hinten. Nein, ja, den habe ich gerade rechtzeitig weggezogen. Das ist doch mal diese Rose doch gefreut. Haben wir nichts getan.
sind arme Bauern, die ihr Feld da. Ist der Ork-König eigentlich schneller als Gondor-Soldaten? Weiß ich nicht. Okay. Naja, irgendwo schon. Okay. Das Gebäude ist fertig. Fällt mir gerade so auf. Ich gehe dafür, dass man noch eins einrichten töten kann. Das sehe ich dir nie los. Was passt du? Ich brauche was, um deinen Gorkir zu töten. Da fällt mir jetzt nur eine Sache ein, die schneller ist als dein Gorkir. Reiter, oder was? Nee, nicht unbedingt. Vielleicht werde ich auch weitergehen. Ja, Menschen haben doch als schnelle Einheit die Reiter. Ja, das stimmt. Ja, wusste ich das. Oh Gott, er macht dieses Ding. Bögen! Gewinn deine trotzdem, oder? Ja, weil halt noch zwei meiner Türme mitschießen von der Festung aus. Ja. Das ist das, was halt gerade Schaden macht. Oder ist halt noch ein Gork hier. Also ich weiß nicht, wer gerade gewinnt, also. Ja. Mit dem kannst du halt super überreiten eigentlich. Mal sagen wir mal so, ich habe jetzt auch was zu überreiten. Zurück, meine. So. Ja, hier, die kannst du ruhig hier. Billigen Einheiten hier. Die kannst du haben. Danke, danke, das ist aber lieb. Mit was habe ich denn das jetzt verdient? Schon links dieses Löcher da erobert haben. Mein Gott, der hat mich so abgelenkt. Ein Vorteil habe ich zumindest. Deine Ortfestungen, die würden nichts bringen da drin fast. Jetzt kommt er mit dem selben Trick hier. Okay, schwerer. Gibt's nicht. Nein, Baumeister, du wirst leben. Nein. Jawohl. Bitte nicht. Obwohl, ich hab noch einen, ich brauch nur einen. Das reicht. Ich brauch nur einen, das reicht. Hast du meinen Bogenschützen getötet? Ich hab ein paar überritten. Nein, ich hab's gemerkt, ich hab nicht alle getötet. Du müsstest ja eigentlich schon meine Basis sehen, ne? Ja, so halb. Schon wieder ein Angriff? Soldaten vorwärts. Wie wär's? Hier gibt es immer Du willst unbedingt, gell, immer diesen Halbrunde haben, gell? Was will ich? Du willst diesen Halbrunde unbedingt immer zerstören. Könnt ihr mal die Krähen ausschalten, Bogenschützen?
Was seid ihr hier? Nein, das sind. Was ja, das sind. Schön in einen Klump, Männer. Alle in einen Klump. Ah, das tut trotzdem weh. Das tut trotzdem weh. Jetzt haut auf die drauf. Ich will nicht überleben. Da werden sie aber leider. Und alle zurück. Alle zurück. Und dann halt runter. Und so eine Höhlenrolle. Nicht schon wieder mein Brunnen. Gibt's doch nie. Nie mein Brunnen. Immer meinen geliebten Brunnen. Ja. Den brauche ich doch zum Heilen. Verneigt euch vor mir, ihr Maden! Euer König spricht! Sperre, könntet ihr bitte nach vorne gehen? Das wäre mir sehr lieb. Das Gebäude ist fertig! Wir haben das. Ach, kommt dann nämlich schon wieder? What the fuck? Jetzt wird's bitter, jetzt wird's bitter. Auch jetzt so mit deinem Scheiß. Jetzt wird's richtig bitter. Jetzt wird's richtig, richtig bitter. Nein! Ich hab die doch gerade erst gebaut! Na. Das gibt's doch nicht. Na, das ist jetzt nicht ziemlich gut, aber trotzdem, dass ich nichts machen kann. Aber habe ich drei Katapulte, also habe ich nichts mehr. Also. Oh, ich habe auch keine Baumeister mehr, gar nichts mehr. Jetzt kommt er auch noch mit Riesen. Ja, ist klar. Tschüss, Cutter. Die treffen ja nicht. Bah! Ja, das ist ein Thema, sie treffen nicht. Ah, ja, kein Lomisch. Solchen massiven Brocken hier einzunehmen, das ist echt übel. Die Rolle wirst du auf jeden Fall gewinnen. Kann ich nichts mehr machen eigentlich. Ja, das könnte sogar jetzt schon dann gewesen sein, ja. Das war's dann mal dann. Ja, jetzt kommt er noch mit seinem Tommy. Ich hoffe, dass der was bringt hier bei denen. Ah,
Ja, wenn ich den Leben jetzt nicht schnell wegkriege. Ja, das war die Festung. Das Ups. War sie, ja. Und das, weißt du, was geil ist? Was dann? Ich fühle mich wie du. Ich bin wieder da. Kein Baumeister mehr, kein Festung. Du hast keinen Baumeister mehr? Das glaube ich dir nicht. Du hast mich so schon mal verarscht. Ich komm gerade an vom Bombardier. Bombardier. Ich hab nur noch das, was ich hab. Zusammenbleiben, Männer. Ah, Katapult. Ah, das meine ganzen Spinnenreiter. Ich hoffe, dass sie es waren. Tolle Fähigkeiten, die ich nicht nutzen kann. Oh nein! Ja! Geht weg, Pferdchen! Geht weg! Ah, bitter! Ich bin der verbrannten Inferno, ja. Boah! Ich hoffe, der hat es mir richtig gäbe. Ich hoffe, der hat sich gelohnt. Alter, ja, der hat sich gelohnt hier. Da brauche ich ja gar nicht auf Upgrades gehen, das lohnt sich jetzt hier nicht. Das gibt's doch nicht! Und tschüss, Soldaten. Alter. Überrannt. Ich habe auch noch Truppen in der Festung stehen. Kannst du nichts mehr machen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Was? Oh. Oh. Bitter. Wer viele Soldaten verloren hat, hat er schon. Bitter. Was? Du hast nur noch was. Also ich habe keine Baumeister mehr, aber ich habe noch was stehen. Ich sehe Gehöfte noch. Geh auf diese blöde Feuerdrachen. Jedes Gehöft schießt jetzt nur auf diese Feuerdrachen. Was gleich zerstört ist nach Sekunden. Wir schützen den weißen Turm. Ja, dann schützt ihn mal. Da ist irgendwo noch ein... Ja, also wie gesagt, Ausbildungsgebäude habe ich noch, aber... Ah ja, sonst könntest du ja nicht, Oh Gott, nein. Das ist richtig. Ah, da hinten. Nein! Nein, das geht's doch nicht! Jawoll, die reiten schön durch. Tschüss, Turmwachen. Und tschüss. Nein. Was? Ist das der erste Sieg? Ist das der erste Sieg gegen Felix? Ja. Ich hab einmal gegen Felix gewonnen, aber war auch eine Festung. Oh, bitte. Ja, ich hatte halt Rohstoffvorteile. Ich habe gar nicht mal so viele Tunnel gebaut. So ein paar. Am Anfang habe ich die durchs Tunnelsystem nach unten geschickt, meine Einheiten. Ja, und dann habe ich aber halt angefangen, direkt beim Tor unten halt meine Einheitengebäude zu bauen. Oh, und da konnte ich dann eigentlich immer nachproduzieren. Und, ja. Aber ich meine, ich glaube, ich habe auch mit mehr, ich habe eigentlich im ersten Moment gar nicht drauf geachtet, wie viele Rohstoffe ich habe. Ich habe zwei Gebäude gebaut, gemerkt, ich kann ja den Ork-König bauen. Oh, bitte.
Ja, weil ich mein. Bist du auf Eco gegangen? Ich habe gedacht, du so wie ich dich kenne, bist du eher einer, der sich zurückhält. Und deswegen habe ich nur Rohstoffgebäude am Anfang gebaut. Wo dein Gorkil kam, habe ich angefangen, Kaserne zu bauen, ne? Da hätten schon viel früher Soldaten da sein müssen. Ich wollte ihn halt auch am Anfang schon ein bisschen leveln. Dann. Ja. Und am Ende hat er auch noch Stufe 10 erreicht. Bin zu viel auf Rohstoffe gegangen am Anfang. Die haben mir nichts mehr jetzt gebracht. Ne? Ich hatte jetzt, wie viel hatte ich? Keine Ahnung, ich kann es nicht mehr nachgucken, aber ein Aber Tausender hatte ich noch oder Rohstoffe. so. Ja, bei dir ist bei Rohstoff auch irgendwie so ein Strich nach oben. Hast du irgendwas abgerissen oder? Nee, nee, ich habe, wie gesagt, einfach nur, ich bin am Anfang auf Rohstoffe, weißt du? Ja. Das merkt man gegen später. Ja, ich glaube, du siehst auch, dass ich mit mehr Rohstoffen gestartet bin. Bist du noch in der Statistik? Nee, nee, ich bin schon raus. Ja. Gebäude, da sieht man auch, ich habe mit viel mehr gestartet als du. Ja, das Einheiten, da hast du mich zwar mal überholt, aber dann habe ich halt immer mehr nachproduzieren können. Und ich finde, und ich wusste auch, hoffentlich. dass die Spinnreiter halt gut überreiten können. Deswegen habe ich auch immer von denen dann noch gebaut. Ich hoffe, die haben dich genervt. Ja, die waren echt bitter, da musstest du Rohanbauern später bauen. Rohanbauern! Ja, gut, dann mache ich mal in Das die Letzte, was man überhaupt Meerstatistiken. machen kann. Hier mein Held, bin ich mal gespannt, nach 1 Minute und 7 Sekunden. Ja, diesmal endlich mein Sieg gegen Felix, aber ich meine, Festung ist ein bisschen was anderes. Hättest du die Festung gehabt, hättest du mich locker besiegt. Das ist halt der Nachteil zu Festungsmaps, die sind halt nicht ausgeglichen. Ja, bei mir Lieblingseinheit sogar die Spinnenreiter. Da habe ich immer zwei, drei Truppen halt gemacht. Gut, Okay. dann hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Der erste Sieg gegen Felix. Dann Ja. bis zum nächsten Mal, dann, wo ich wieder verlieren werde. Ciao. Ciao.